Und wir haben einen brandneuen Premierenreport für Sie. Zum Saisonstart hat das Schauspiel gleich mehrere Premieren. Eine handelt vom Weltuntergangsszenarien, heißt der Abend aller Tage. Das Besondere, es wird nicht nur von Schauspielern präsentiert, sondern auch von Puppen. Der Anfang ist richtig vielversprechend. Gott macht sich Gedanken, wie er die Welt erschaffen kann. Nach dem Urknall lässt er die ersten Atome tanzen. Es entstehen Zellen und Urviecher, der Beginn des Lebens. Mit der Methode des schwarzen Theaters lässt Puppenspielerin Suse Wächter hier ebenso witzige wie tiefgründige Momente entstehen. Das ist richtig toll gemacht. Doch dieses faszinierende Spiel zur Erschaffung der Welt dauert leider nur eine knappe Viertelstunde. Dann kommt etwas völlig anderes. Adam und Eva tanzen auf einer höchst brüchigen Showbühne des Lebens und sinnieren zu zweit oder mit Gottvater über das Ende der Welt. Deswegen kommt niemand mehr nach Las Vegas. Das totale Chaos, Mord und Totschlag. Doch die Dialoge erscheinen ebenso sinnlos wie belanglos. Was diese seltsamen Szenen eigentlich aussagen sollen, bleibt völlig nebulös. Mike! Christoph! Dann kommt eine zweite Puppe ins Spiel. Dieses Monster-Baby entpuppt sich als dämonenartiges Jesuskind und kommt ans Kreuz. Was vielleicht als Kritik an der Kirche gemeint war, wird hier zu einem schaurig blasphemischen Spektakel. Diese seltsame Show wirkt letztlich nur noch wie ein wild groteskes Albtraum-Szenario. Optisch ist das alles irgendwie reizvoll, doch der Sinn von all dem erschließt sich nicht. Schade nach diesem tollen Anfang. Und so bleibt am Ende dieses nur knapp eineinviertelstündigen Theaterabends ein mehr als schales Gefühl zurück. Nach der Premiere gab es trotzdem viel Applaus. Die Zuschauer äußerten sich vor der Kamera weitgehend positiv. Ja, es war opulent. Ganz klassisches Stück. War schön schräg und so habe ich es gern. Es war einfach toll. Ziemlich schrill, würde ich sagen. Völlig abgedreht. Ein herrlicher intellektueller Spaß. So richtig rund fand ich es nicht. Es kam mir vor, als würde eine Schulklasse spielen. Ich gehöre offensichtlich nicht zur Zielgruppe dieses Stückes. Und nun die Lokalzeitkritik. Keine Frage, allein schon wegen der Puppen ist diesem Abend eine gewisse Faszination des Außergewöhnlichen zu bescheinigen. Der Anfang ist auch noch richtig geistreich und ideensprühend geraten, doch der gesamte Rest wirkt dann nur noch wie ein wildes Sammelsurium skurriler Ideen. Inhaltlich wie dramaturgisch, ohne erkennbare Linie und ohne nennenswerte Substanz. Daher trotz des netten Anfangs nur 2 Sterne für Der Abend aller Tage vom Schauspiel Köln in der Expo 21. Die Überraschung des Tages war sicherlich das Wetter. Der Nachmittag war traumhaft, das hatte heute Morgen noch ganz anders ausgesehen. Nach tristen, grauen Wolken ändert das Herbstwetter heute Mittag plötzlich sein Gesicht. Und als sich dann die Sonne zeigt, sind in Vogelsang die Kinder aus dem Häuschen. Im Garten locken die letzten Himbeeren. Clara kann nicht genug davon kriegen. Jana freuen die Erfolge bei der Apfelernte. Dafür wird sich auch schon mal kräftig gestreckt. Auch der kleine Jürgen kriegt etwas ab, beißt aber lieber ins Gras. Denn er ahnt wohl schon, was uns bevorsteht. In der kommenden Nacht bleibt es zwar trocken, der Himmel ist klar und nur leicht bewölkt. Die Luft kühlt sich ab auf 8 bis 5 Grad. Morgen gibt es zunächst noch Auflockerungen, aber bald ziehen dichte Wolken auf, die nachmittags gelegentlich Regen bringen. Mit 10 bis 13 Grad bleibt es kühl. Vogelsang bietet Mitte Oktober noch